Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Ganz herzlich begrüße ich euch zu diesem Gottesdienst am Fest der Heiligen Dreifaltigkeit, den wir als Hauptgottesdienst mit Heiligem Abendmahl feiern wollen. Wir müssen leider weiterhin auf den Gemeindegesang verzichten, so schwer es uns fällt. Gestern hat ein kleines Team allerdings einige liturgische Stücke eingesungen, die wir heute in den Gottesdienst einspielen werden. Sie sind auf dem Gottesdienstblatt als solche gekennzeichnet. Nach der Gebetsaufforderung im Kirchengebet spricht die Gemeinde: Herr, erbarme dich. Das Wort Gottes, das uns durch diese Woche begleitet, steht beim Propheten Jesaja im 6. Kapitel: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seine Ehre voll. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
und mit deinem Geist. Lasset uns beten. Ewiger, dreieiniger Gott, du hast uns geschaffen, erlöst und geheiligt. Wir bitten dich, erleuchte uns, dass wir das Geheimnis deines Wesens erkennen und den Glauben bewahren, bis wir deine Herrlichkeit schauen von Angesicht zu Angesicht. Der du, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Trinitatis ist das Fest der heiligen Dreifaltigkeit und markiert die Wende im Kirchenjahr. Die größten Feste in der ersten Hälfte des Kirchenjahrs, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, weisen auf den dreieinigen Gott hin, der alles Heil schafft und wirkt. In der zweiten Hälfte des Kirchenjahres geht es darum, wie das Heil bei uns Wurzeln schlägt und uns neu prägt. Die Epistel zum Trinitatisfest aus den Römerbriefen des Apostels Paulus lädt ein zum Staunen über das unergründliche Wesen Gottes und zur Anbetung. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforscht seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Zeugen eines Nachtsgesprächs zwischen dem Pharisäer Nikodemus und Jesus. Es ist als Evangelium zum Trinitatisfest ausgesucht. Zwar sucht man darin, wie im ganzen Neuen Testament vergeblich, nach einer Lehre von der Dreieinigkeit, doch die Hinweise sind unüberhörbar darauf, dass Gott sich uns in seinem Sohn, der vom Himmel herabgekommen ist und der im Geist, durch den wir von neuem geboren werden, zuwendet. Hört das Gespräch beim Evangelisten Johannes im 3. Kapitel. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wurde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher es kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Lasst uns gemeinsam in der Christenheit auf Erden unseren Glauben bekennen. Wir tun das heute mit Worten des nizänischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, alles, was sichtbar und unsichtbar ist, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, der vom Vater geboren ist, vor aller Zeit und Welt. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unsere Seligkeit willen vom Himmel gekommen ist, und leibhaft geworden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch geworden, auch für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gelitten und begraben und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen mit Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Toten, dessen Reich kein Ende haben wird. Und an den Herrn, den Heiligen Geist, der da lebendig macht, der von dem Vater und dem Sohne ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und zugleich geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat, und die reine, heilige, christliche, apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden und warte auf die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. Thank you.
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir beten, Herr dreieiniger Gott, wir danken dir, dass du uns ins Leben gerufen hast, uns erlöst und geheiligt hast. Herr, wir bitten dich, begleite du uns auch jetzt, wenn wir auf dich hören. Amen. Liebe Gemeinde, Bula, so lautet ein guter Wunsch in Botswana, einem heißen und dürren Land im südlichen Afrika. Damit wünscht man dem anderen in einem umfassenden Sinn, dass es ihm gut gehen, seine Rinder und Ziegen sich vermehren und gedeihen, seine Felder eine gute Ernte hervorbringen, seine Familie wachsen und vor allem Unfall und Schaden behütet werden mögen. Bula, so heißt der Regen, nämlich in der Sprache, die die meisten Menschen in Botswana sprechen. Wenn man dieses Land kennt, dann weiß man, was Regen für die Menschen dort bedeutet. Leben in Fülle, Hoffnung, dass es nach einer langen Trockenperiode, die oft 6 Monate und länger dauert, für Mensch und Vieh wieder bergauf geht, dass neues Leben sich entfalten kann. Unter diesen Umständen ist der Regen ein großer Segen, der die Natur wieder zu neuem Leben erblühen lässt. Bula, es möge regnen. Das ist ein guter, ein frommer Wunsch im südlichen Afrika. Wenn man in Afrika also von gutem Wetter spricht, dann meint man nicht, endlich scheint die Sonne, sondern andersherum, endlich regnet es wieder. Übrigens, nicht nur in Botswana oder in anderen Teilen Afrikas ist das so. Ich glaube, auch wir lernen nach 2 extrem heißen und trockenen Jahren in unserem Land Regen als Gottes Segen zu begreifen und zu schätzen, nicht nur als ein überflüssiges Nass, das uns den Freizeitspaß verdirbt. Mit dem Wunsch, Bula, es möge regnen, der oft mit dem ausdrücklich ausgesprochenen Wunsch, Amodimo Ochozeforaze, möge Gott dich segnen, kommen wir unserem Predigtext ganz schön auf die Spur. Er steht im 4. Buch Mose und enthält den sogenannten aaronitischen Segen. Dort heißt es, der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Am heutigen Trinitatisfest feiern und loben wir den heiligen dreieinigen Gott, den Vater, der uns, jeden von uns, nach seinem Ebenbild erschaffen hat und mit allen irdischen Gütern reichlich und täglich versorgt, den Sohn, der uns durch sein Leiden und Sterben frei von unserer Schuld gemacht und durch seine Auferstehung von den Toten auch ewiges Leben geschenkt hat, und den Heiligen Geist, der uns im rechten Glauben erhält und begleitet. Lasst uns dieses Segenswort in seinen 3 Versen miteinander betrachten. Erstens, der Herr segne dich und behüte dich. Das Alte Testament, aus dem der Predigt stammt, denkt und redet ausgesprochen weltoffen, wenn nicht geradezu weltlich. Mit dem Wort Segen bezeichnet es alle guten Gaben Gottes, die wir zum Leben brauchen. Der Segen bezieht sich also nicht nur auf geistliche Güter, das auch, dazu kommen wir später noch,
aber eben nicht nur. Manchmal berichten Menschen, dass Gott sie gesegnet habe, und dann zählen sie lauter gute Sachen auf. Die sichere Karriere, den Wohlstand, das Haus, in dem sie leben, die Verantwortung, die sie in der Gesellschaft tragen, die guten Beziehungen, die sie genießen und vieles andere mehr. Und damit liegen sie in ihrer Wertschätzung dessen, was ihr Leben reich macht, auch vollkommen richtig, wenn sie diese Gaben als Segen Gottes erleben. Denn so will Gott es für uns Menschen, dass jeder sein Auskommen hat, dass alle Menschen ein erfüllendes Leben haben, dass sie in einer stabilen Gesellschaft mit guter sozialer Gesetzgebung leben. All das will Gott für seine Menschen, wenn er ihnen seinen Segen verheißt. Und dazu und obendrein noch vieles andere mehr. Luther zählt in seiner Erklärung zum ersten Glaubensartikel alle diese Dinge auf. Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Acker, Vieh und alle Güter. Aber das sind beileibe nicht die alleinigen Merkmale der allumfassenden Zuwendung Gottes und seines Segens. Lasst uns also weiter forschen, denn Gott will außerdem, dass die Priester dem Volk diesen Segen zusprechen. Das wäre das Zweite. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Was ist mit dem Angesicht Gottes gemeint? Augen, Ohren, Nase, Mund? Mit dem Angesicht Gottes ist seine ganze Persönlichkeit, sein So-Sein gemeint. Am besten sagen wir, sein Angesicht bezeichnet ihn selbst. Und hier wird deutlich, dass Gott uns nicht als irgendeine fernstehende Macht, sondern ganz persönlich begegnet und segnet. Er, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, begleitet uns, nicht der große Unbekannte, sondern der in Christus Fleisch gewordene Gott. In seinem Sohn hat Gott sein freundliches Angesicht uns zugewandt. In ihm ist er ganz konkret und greifbar geworden, hat Augen, Nase, Ohren, Mund bekommen. In ihm schaut Gott uns freundlich und wohlgesonnen an. Und wenn er zornig über uns ist, wozu wir ihm gewiss immer wieder viel Anlass geben, dann dauert sein Zorn doch nur einen kleinen Augenblick lang, ewig dagegen aber seine Güte und Gnade. Was ist das überhaupt, die Gnade Gottes? Gnade heißt, liebe Gemeinde, Gott vergibt uns alle Schuld und Sünde. Er vergilt das Böse, das wir tun, nicht mit Bösem. Er wendet sich nicht enttäuscht von uns ab, wie wir Menschen es oft machen oder erleben, wenn wir oder andere die in uns gestellten Erwartungen nicht erfüllen. Haben wir es denn nötig, dass Gott uns gnädig anschaut? Brauchen wir seine Gnade? Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir haben seine Gnade sehr nötig. Von ihr leben wir Sünderinnen und Sünder. Auch dieses Wort Sünde kennen wir heute kaum noch. Es ist etwas aus der Mode geraten und angestaubt. Aber das schadet ja nichts. Wir können es wieder abstauben und schauen, was sich bei dem Wort Sünde verbirgt. Es kommt von dem Wort Sund, was einen Graben bezeichnet, einen Riss, ein Bruch in der Topographie, eine Landschaft. Denken wir nur etwa an den Öresund. Ein tiefer Sund kann Menschen daran hindern, zueinander zu kommen, zumal dann, wenn er auch noch von Wasser der Ostsee überflutet wird. Dann muss eben eine Brücke gebaut werden, wie etwa die Öresundbrücke. Nichts anderes bedeutet das Wort Sünde.
Es bedeutet den Graben, den wir immer wieder machen zwischen Gott und uns selbst. Dort, wo wir Gottes Gebote übertreten, du sollst oder du sollst nicht, wo wir nicht miteinander reden, wo wir anfangen, einander zu misstrauen oder gar Schlechtes über einander zu reden, da reißen wir schnell solche Gräben auf. Und am Ende steht der Abbruch von Beziehungen, der oft genug dem Beginn eines Krieges gleichkommt, egal, ob dieser nur über den Gartenzaun mit dem Nachbarn ausgetragen wird oder ob ganze Länder und Völker miteinander im Clinch liegen und aufeinander losgehen. Diesen Abbruch der guten Beziehungen zwischen Gott und uns hat Gott seinerseits wieder aufgehoben. Diese Sünde hat Gott in seinem Sohn Jesus Christus gesühnt, den Graben wieder zugeschüttet. Er ist die Brücke, über die Gott zu uns kommt, um uns von allen Sünden frei zu machen. Und das ist Gnade, liebe Gemeinde, dass Gott unsere Beziehungen zu ihm in Ordnung bringt, obwohl wir es nicht verdient haben und selber nichts dazu beitragen können, dass es zwischen uns und ihm wieder stimmt. So und nur so kann drittens Friede zwischen Gott und uns Menschen und unter uns Menschen untereinander werden. Darum lässt Gott seine Priester zum Schluss sagen: Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Friede, der hier mit dem uns bekannten Wort Shalom bezeichnet wird, ist typisch biblisch, dennoch viel weiter gefasst als der Friede zwischen Gott und uns, den wir durch Vergebung unserer Sünden bekommen. Shalom ist auch mehr als ein Waffenstillstand oder die Ruhe vor dem Sturm. Shalom bezeichnet das allumfassende Wohlbefinden, das natürlich auch die Abwesenheit von Krieg und Auseinandersetzung mit einschließt. Und neutestamentlich formuliert der Apostel Paulus ihn so: Weil wir durch den Glauben an Jesus Christus gerecht geworden sind, gerettet wurden, weil uns durch ihn alle Sünden vergeben worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Ich glaube, das Zwanerwort Ula kommt dem hebräischen Begriff Shalom sehr, sehr nahe. Wie erfahren wir Gottes allumfassenden Segen? Dadurch, dass er sein Angesicht über uns erhebt, dass sein Heiliger Geist mich samt alle Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet und bei Jesus Christus im rechten einigen Glauben erhält. Ohne ihn wüssten wir nicht einmal, wo vorne oder hinten in unserem Leben ist. Und denk jetzt nicht: Ach, der Pfarrer hat gut reden, der hat ja keine Ahnung, wie es bei mir aussieht, was mich bewegt und umtreibt, welche Not und Sorgen ich habe, was mir Angst macht. Und da habt ihr natürlich recht, dass ich keine Ahnung habe. Aber glaubt mir, der Heilige Geist Gottes hat Ahnung von deinem Leben. Er weiß, wie es bei dir aussieht und was bei dir los ist. Er weiß um deine Baustellen. Und er sagt dir immer wieder, so oder anders: Seit deiner heiligen Taufe bin ich bei dir und begleite dich bis an das Ende der Welt. Hab keine Angst. Das tut er meistens sehr unauffällig, nicht aufdringlich, denn er ist ein feiner Kerl, ein sehr guter Freund, der Heilige Geist. Er mischt sich nicht ein, wo er nicht gebeten wird, und tut niemandem Gewalt an. Aber er handelt in Vollmacht authentisch. Diesen Segen Gottes, den sogenannten aaronitischen Segen, bekommen wir am Ende jedes Gottesdienstes zugesprochen. In Vollmacht des dreieinigen Gottes, denn er sagt nicht zu Mose und Aaron, zu den Priestern, den Pfarrerinnen und Pfarrern:
Wenn ihr wollt, wenn ihr das gut findet, dann wäre das eine mögliche Form, mein Volk zu segnen, sondern er beauftragt sie, so sollt ihr meine Menschen segnen. Und noch bevor wir diesen Segen Gottes auch heute empfangen, erleben wir ihn, wie er ist. Gottes freundlich zugewandtes Angesicht in seinem fleischgewordenen Sohn Jesus Christus, der uns in der Vollmacht seines Heiligen Geistes verbindlich erklärt und zusagt: Das ist mein Leib, das ist mein Blut, für euch und zu eurem Heil in den Tod dahingegeben. Übrigens, Regen gleich Segen in Afrika immer. Und bei uns gilt auch zunehmend mehr das Gleiche. Regen ist gleich Segen. Wenn es also das nächste Mal regnet, vielleicht schon heute Nachmittag, dann will Gott uns daran erinnern, dass er seinen Segen ausschüttet. Reichlich und überall. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Anrufen Gott, den Allmächtigen und Herrn aller Herren, für seine Kirche in der ganzen Welt und die Gemeinden an allen Orten, für alle, die um seines Namens willen Anfechtung und Bedrängnis leiden, um seinen Segen für die Verkündigung seines Wortes und jeden Dienst der Liebe, lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Dass der ewige, allmächtige Gott durch seinen Geist uns erleuchte, das Geheimnis seines Wesens im Glauben zu fassen und in Ehrfurcht anzubeten, lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Dass er unsere Gemeinde und alle, die ihnen dienen, mit seinem Geist regiere, sie in Einmütigkeit des Glaubens zusammenschließe
und mit rechter guter Liebe erfülle, damit wir mit der ganzen Christenheit auf Erden uns alle Zeit zu Jesus Christus, dem Herrn und Haupt der Kirche, bekennen. Lasst uns ihn anrufen. Herr, erbarm dich. Dass er die Glieder unserer Gemeinde, die Christus nicht mehr bekennen und ihr Leben ohne ihn führe, neu zum Glauben erwecke, und dass er uns bereit mache, ihnen in der Liebe Christi nachzugehen. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarm dich. Für alle, die uns regieren, dass er sie lenke nach seinem Rat und wir geleitet werden nach seinen Geboten, dass er unser Volk nicht strafe und das Wort des Lebens nicht von ihm nehme. Für diesen Ort und alle, die darin wohnen, für alle, die sich um das Wohlergehen unseres Landes und den Frieden in der Welt mühen, für die Eheleute, dass sie in Liebe und Treue miteinander leben, für die Jugend, dass sie vor allem Bösen bewahrt und zum Guten geführt werde, lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarm dich. Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein gehört der Ruhm und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist würdig und recht. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an alle Orte loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus, der du mit ihm, deinem eingeborenen Sohn und mit dem Heiligen Geist, der eine Gott und der eine Herr bist. Und im Bekenntnis der wahren ewigen Gottheit preisen wir dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, und beten dich an, du unerforschliche Dreifaltigkeit. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit den Mächten und Gewalten und mit dem ganzen himmlischen Heer singen wir deine Herrlichkeit einen Hochgesang und bekennen ohne Ende. Oh,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Dasselbe gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Thank you.
und mit deinem Geist. Herr, ich will dich täglich loben, Halleluja. Und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich, Halleluja. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger, barmherziger Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe erquickt hast und bitten dich, vereinige uns zu einer heiligen Gemeinde, in der deine Gaben uns für das irdische Leben stärken und uns bewahren für das Leben der zukünftigen Welt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen Gottes und geht hin in seinem Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.